Ist es erlaubt, hier in Deutschland oder überall allgemein ein Haus mit Zinsen zu kaufen? Ist es erlaubt, ein Haus mit Zinsen zu kaufen? Das ist ein beliebtes Thema. Und leider gehen auch Fatawa rum, wo wir aufpassen sollten, liebe Geschwister, denn wir sollen Allah Azzawajal fürchten. Die Zinsen sind nicht nur eine einfache Sünde. Das ist eine der größten Sünden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und unterlasst das, was an Zinshandel bedeutet, vor dem Islam gemacht wurde. Denn an diesem Tag wurde der Zinshandel verboten. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Und wenn ihr aber nicht aufhört, mit Zinsen zu handeln, dann macht euch gefasst auf einen Krieg mit Allah und seinem Gesandten. Klar, das ist Ijma. Zinsen verboten. So, wir haben dann Fatawa gehört von manchen, die gesagt haben, wenn man im Westen lebt, dann kann man sich ein Haus mit Zinsen kaufen, weil das ein Bedürfnis ist, welchem man nachgehen möchte, und das ist eine Art Barura, Notwendigkeit. Natürlich jetzt hier das Argument, was gebracht wurde, eine Sache zu legitimieren. Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, wenn eine Sache klar verboten ist bei uns in der Religion, dann gibt es nur eine Sache, was dieses Verbot aufhebt. Was hebt dieses Verbot auf? Zum Beispiel, Schweinefleisch ist klar verboten, ja oder nein? Gibt es eine Situation, wo wir Schweinefleisch essen dürfen? Ja, wenn du sonst verhungern willst. Richtig. Das heißt, über welche Situation reden wir? Im Krieg. Notwendigkeit. Und es gibt eine Regel im Fiqh. Diese Regel sagt, Ad-Dawla tubihu al-Mahdura. Das heißt, die Notwendigkeit hebt den Haram auf. Eine Person darf keinen Alkohol trinken, aber er ist dabei, zum Beispiel zu ersticken, weil er Fisch gegessen hat und die Gräten liegen längst in seinem Hals. Dann trinkt er. Aber wenn die durchgespült sind, dann heißt es Khalas. Ja? Also nicht, dass du sagst, für die nächsten Gräten, ich sorge vor. Was bedeutet das? Diese Fiqh-Regel ist richtig, dass die Notwendigkeit Al-Haram aufhebt. Aber es gibt Bedingungen dafür, Shurut. Was sind die Bedingungen? Erstmal, dass es um welche Situation geht. Für irgendeine Situation? Darfst du in irgendeiner Situation Schwein essen oder Alkohol trinken? Sondern über welche Situation reden wir? Wo es um was geht? Um Leben und Tod. Etwas Schwerwiegendes. Es muss eine schwerwiegende Situation sein, die einen großen Schaden mit sich bringt. Und hier natürlich, um dein Leben zu schützen und so weiter und so fort, darfst du das machen. Die zweite Bedingung ist, es gibt keine andere Möglichkeit. So, ich frage euch, wer von euch wohnt zur Miete? Zur Miete. Alle. Eine Frage, haben wir eine Notwendigkeit hier? Haben wir eine Notwendigkeit? Ich frage euch, wo soll denn die Notwendigkeit herkommen? Das Einzige, womit diese Leute argumentiert haben, die das erlaubt haben, war mit der Notwendigkeit. Wo ist die? Wo ist die gegeben? Wir haben beschrieben, was Notwendigkeit ist und unter welchen Bedingungen die Notwendigkeit akzeptiert wird in unserer Religion. Aber dass man einfach so ein Haus baut und sagt, oh, ich habe da mal so einen Wunsch. Einer kam mal zu mir, sagte, er hat eine Fatwa bekommen, dass er hier ein Haus bauen darf oder sich ein Haus kaufen kann mit Zinsen. Ich habe ihm gesagt, und was ist bitte das Argument von demjenigen, der dir das erlaubt hat? Er hat gesagt, es könnte eine Zeit kommen auf uns Muslime, wo es sehr schwer für uns wird, Wohnungen zu bekommen. Und bevor das passiert, beugen wir dem vor. Ich habe ihm gesagt, dann kannst du auch deine Religion verlassen. Weil es wird eine Zeit kommen, wo es sehr schwer sein wird, den Islam zu praktizieren. Dann verlass deine Religion. Was ist das für ein Argument? Es gibt Leute, die spielen mit der Religion Allahs. Allah sagt, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ. Er sagt, subhanahu wa ta'ala, und verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis, mich alleine sollt ihr fürchten. Sagt man, ja, aber es gibt doch welche, die das gesagt haben. Ja, es gibt auch welche, die den Analverkehr erlaubt haben. Gibt es. Gelehrte. Es gibt Gelehrte, die gesagt haben, ein Mahdi kommt nicht. Gelehrte, große Gelehrte sogar. Es gibt Gelehrte, die gesagt haben, es gibt Arten von Zinsen, die erlaubt sind. Oder Arten von Khamr, die erlaubt sind.
Gibt es, gibt es. Aber ist das jetzt unser Maßstab? Wenn ein Gelehrter einen Fehler macht, ist das unser Maßstab? Nein. Sondern unser Maßstab ist was? Koran und Sunna. Und der Ijma. Das heißt, wenn alle Gelehrte in einer Sache übereinstimmen. Und deswegen ist es verboten, höchst verboten, liebe Geschwister, dass man hier ein Haus mit Zinsen kauft. Wo ist die Notwendigkeit? Lebe lieber, um Allahi. Ich sage denjenigen, der mit Zinsen ein Haus kaufen wird, Allah hat schon den Krieg gegen dich begonnen. Wisst ihr, wenn Allah nur zornig auf uns ist, das ist eine Sache. Aber stell dir vor, Allah erklärt dir den Krieg. In welcher Situation lebst du? Und frag Leute, die sich mit Zinsen Häuser gekauft haben. Schau, was Allah mit ihrem Leben gemacht hat. Möge Allah uns vor so einer abscheulichen Sünde bewahren. Allahumma, bitteschön.